Wohnpsychologin Dr. Barbara Perfall ist jetzt per Zoom dazugeschaltet. Liebe Barbara, 9 Quadratmeter große Wohnung, die sind per Wohnungsaufsichtsgesetz erlaubt, werden aber nicht gebaut. Der Verdacht liegt nahe, machen vielleicht kleine Wohnungen, also 9 Quadratmeter kleine Einzimmerwohnungen, offensichtlich krank? Also 9 Quadratmeter Wohnungen können natürlich krank machen, aber auch 30 oder 70 Quadratmeter Wohnungen können krank machen. Soll heißen, die Wohnungsgröße allein ist jetzt nicht das ausschlaggebende Kriterium, ob eine Wohnung aus wohnpsychologischer Sicht gut ist oder nicht gut ist, sondern da kommen verschiedene Aspekte, andere Aspekte dazu. Und der eine ist mit Sicherheit, ob eine Wohnung, eine 9 Quadratmeter oder 15 oder 20 Quadratmeter Wohnung, ob die Wohnbedürfnisse der Person erfüllt, die da drin wohnt. Die sind wiederum oftmals auch von der Lebenssituation abhängig. Und der andere Aspekt ist aus meiner Sicht, ob die Wohnung architektonisch gut geplant ist. Also solche Dinge zum Beispiel, also gerade bei kleinen Wohnungen wäre das sicher wichtig, wie schauen die Fenster aus? Wie viel Licht kommt rein? Was sieht man, wenn man rausblickt? Gibt es irgendwie Sichtachsen in der Wohnung? Die gefühlte Größe ist ja nicht immer die aktuelle Größe oder die tatsächliche Größe. Du hast ja in verschiedenen Publikationen dich auch damit auseinandergesetzt, wie zum Beispiel Paare glücklich werden in einer Wohnung oder in einer kleinen Wohnung. Worauf kommt es an? Also wenn man zu zweit in eine Wohnung zieht, was kannst du da so für Tipps geben aus wohnpsychologischer Sicht? Also der erste Tipp, und der hat mit der Wohnung ja wenig zu tun, ist, dass sozusagen jeder für sich einmal klar kriegt, welche Wohnbedürfnisse er eigentlich hat. Da unterscheiden sich ja dann die Paare gern auch. Aber aus der Erfahrung heraus muss man sagen, dass wahrscheinlich der wichtigste Punkt das Thema Rückzug ist. Also ist es möglich, vielleicht auch in einer sehr kleinen Wohnung genug Rückzug zu bekommen? Wenn es um Kleinstwohnungen geht oder ganz kleine Räume, merke ich, dass die Kommentare oder die Diskussion oftmals sehr emotional verläuft. Also da gibt es oftmals so Kommentare wie, um Gottes Willen, das sind ja Käfige oder es sind Kaninchenställe oder Hühnerställe oder Legebatterien. Und die Diskussionen werden sehr emotional geführt, als ob da irgendwie, als ob man den Menschen irgendwas wegnehmen will durch diese Diskussion. Und mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass es bei Autos zum Beispiel nicht so war, ne? Also es gibt ja große Autos, und dann gibt es kleine Autos, und dann gibt es ganz kleine Autos, Kleinstwagen. Und da sagt man einfach, ja gut, so ein Kleinstwagen ist halt nichts für mich, Punkt. Aber wenn es um Wohnung geht, dann gibt es so einen Aufschrei. Wie erklärst du dir das? Warum ist das so emotional aufgeladen? Also ich glaube, so zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist, dass natürlich der Wohnraum ist ja unsere nächste Hülle. Und wir spüren instinktiv, wenn wir schon nicht drüber nachdenken, dass unsere Wohnung wirklich uns gut tun muss, damit es uns im Leben gut geht, ja, damit wir auftanken können, damit wir Kraft finden können, damit wir uns zurückziehen können. Und alles, was sozusagen diese Wohnung quasi bedroht oder dieses Wohlgefühl, das wird sehr emotional verhandelt. Und das andere ist ein sozialer Aspekt. Also es war ja jetzt jahrzehntelang die Idee, und zwar durch alle Schichten in unserer Gesellschaft, dass besseres Wohnen immer heißt größeres Wohnen. Also wenn man sich das anguckt über die Jahrzehnte, ist ja die durchschnittliche Quadratmeterzahl, die eine Person hat, das ist ja enorm gestiegen. Ja? Also ich weiß nicht, in den 50er Jahren war das noch völlig normal, dass viele Menschen in einer Wohnung gelebt haben. Also meine Mutter war zum Beispiel die 13. Person, die ist 1950 auf die Welt gekommen, die 13. Person, die in einer 100 Quadratmeter Wohnung gemeldet war. Und es gab noch einen Schlafgänger, der in der Nacht in der Küche auf meinem Bett geschlafen hat. Ja. Also das war damals was Normales. Und die Idee war halt, es geht uns immer besser, je größer wir wohnen können. Und das ist was, was sich sehr stark verankert hat, auch in unseren sozusagen subjektiven Qualitätsmaßstäben zum Thema Wohnen. Das heißt, wenn jetzt jemand kommt und sagt, du musst kleiner wohnen, dann erleben das viele Leute als eine Art gesellschaftlichen Abstieg, ja, als ein soziales Minus. Und Kleinstwohnungen sind bei uns überhaupt nicht positiv besetzt. Außer, was man jetzt so ein bisschen in den letzten Jahren ja hatte, dieses Thema Tiny House Bewegung, ein Loslösen von diesem Konsum Zwang quasi, den Leute manchmal auch erleben. Damit verbunden
wird natürlich kleineres Wohnung schon auch bei bestimmten Gruppen positiver besetzt. Aber das ist noch lange nicht in der breiten Gesellschaft so angekommen. Leider, muss man sagen. Ja. Size matters. Die Größe scheint offensichtlich eine Rolle zu spielen. Und wie man Kleinstwohnungen so gestaltet, dass es nicht nach sozialem Abstieg aussieht, das erfahren wir in dem nächsten Vortrag. Das ist der Vortrag der Teil Nummer 4. 7 Methoden, wie Kleinstwohnungen bezahlbar, gelingen und attraktiv bleiben. Barbara, vielen Dank für deine Experteneinschätzung.